Los Jungs, rein! Oh Gott, guck mal. Leute, wenn so ein Trupp blinkt, heißt das, er hat keinen Bock mehr zu kämpfen. Kurz gesagt, er flieht. Und mein anderer Trupp hat auch schon keine Moral mehr. Also, wenn er blinkt, ist er kurz vorm Fliehen. Erst wenn er um der Balken weiß ist, flieht er. Wenn er rot ist, wenn er rot blinkt, dann ist er doch am Sterben. Ist er am Sterben, aber er ist kurz vorm Fliehen halt. Ach so, okay, also das wusste ich noch gar nicht. Oh, guck mal da, der Kalt hier, die weißen Person. Ja. Und hier kommt noch ein anderer Trupp, den will ich gar nicht leiden, deswegen greife ich. Das ist aber auch Samurai-Gefolge, das Spiel hat so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Katana-Einheiten allgemein sind sehr stark gegen Speereinheiten wie Yari Ashigaru und so wie Steve die hat, aber 3 gegen 1 Trupp, das ist trotzdem eine klare Sache. Ja, es ist doch wohl klar. 3 Infanterietruppen bei Command Conquer gegen 1. Wer gewinnt wohl? Hingegen sind zum Beispiel die Speerträger sehr gut gegen Kavallerie. Kavallerie hingegen sind sehr gut gegen Bogenschützen. Bogenschützen ja. Hingegen sind sehr gut gegen alles, was eigentlich ein bisschen unter Feuer stehen sollte. Also ihr seht hier Rush Hour in Japan. Die wollen alles im Sommer Schlussverkauf, die Leute. Ja. Leider verrecken sie vorher, bevor sie da hinkommen. Gibt Samurai-Schwerter im Sonderangebot? Bestimmt. Bei Ikea? Noch extra kleine Fanscher von Ito auf dem Schlachtfeld. Ja, das ist die Ito, die du hier. Ah ja. Ja, das sind die Ito. Ja, du metzelst hier tausende Leute nieder und mich interessiert nicht mal, wen du niedermetzelst. Das sollte dich auch gar nicht interessieren. Auf jeden Fall, irgendwie halten die immer noch schön stand. So, der General, ich zeig euch jetzt mal, was im General so abgeht. Der General kann Leute ermutigen mit der Motivieren-Fähigkeit. Aber ich brauche keinen mehr zu ermutigen, weil die Schlacht ist gelaufen. Wir haben gewonnen! Wo ist mein gewonnen, Bildschirm? Ich hab gegessen, der Käse ist gelutscht oder umgekehrt. Also, ihr seht aber reichlich, ich hab für so wenig Armee sehr viel verloren. Ja, eindeutig. Das hättest du vielleicht auch automatisch ausfechten sollen. Ja, es ist egal. Ich wollte den Leuten mal kurz zeigen, wie das hier so abgeht. Boah. Die anderen Schlachten werden natürlich etwas schwieriger. Aber man muss keine Angst haben. Das können wir auch schon im Gefecht beenden. So sieht das jetzt aus. Ein Herr mit mehr Einheiten. Und wird es auch taktischer, umfangreicher und natürlich viel mehr schwieriger. Komplexer. Fordern. Kai, du nimmst schon wieder die Worte aus dem Mund. Ja. Weißt du, ich musste schon immer das nehmen, was mir nicht gehört. Ja. So wie auch mit der Provinz nördlich von mir, die ich mir gleich mal krallen würde. Die brauchst du nicht, Kai. Mach dich direkt gegen die Großprovinz. Ja, direkt gegen Kyoto, ne? Wo genau. Shogunat sitzt. Du wolltest schon alle anderen Durchgangs anhauen. Ja, knapper Sieg, komm. Ja, kurz, er hat mehr gekillt, als ich von ihnen gekillt habe. Ich hätte es vielleicht doch automatisch machen sollen, aber egal. Shit happens. Die machen sich wieder auf frische, die Leute. So, und jetzt kann ich halt eben friedlich besetzen oder plündern. Und wenn ich sie friedlich besetze, dann sind sie sauer. Wenn ich plündere, sind sie auch sauer. Noch sauerer. Ganz ehrlich, sie sollen sich nicht beschweren. Jetzt mal ehrlich, ich bin doch nur ein Herrscher, der hier ein paar Gebiete haben will. Ich will doch nur spielen. Na, 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 na. Ich tue doch nichts. So, und hier seht ihr ja den Tab, den ich euch vorher schon gezeigt habe. Und wenn ich die Steuer hier nicht drunter mache, dann ist das Volk ziemlich verärgert. Beziehungsweise unzufrieden, wie hier steht. Really pissed. Ich mach mal die Steuern runter und repariere dieses Fort. Reparaturkosten. 7 Münzen. Kalt, 7 Münzen. Das ist ein Vermögen. Und weißt ja. Du, damals haben die gleich eine Rebellion gemacht. Heute nennt man das in Deutschland Sozi. Ja. Genau. Und rekrutieren nichts mehr. Ich hab mein ganzes Geld verblasen. Technologiebaum. Natürlich. Den bräuchten wir auch noch. Und zwar mache ich erstmal der Kunst des Chi. Und dann geht's näher weiter. Dauert jetzt 2 Runden, habt ihr ja gesehen. Hier die Finanzüberverwaltung. Ja, alles gewinnt. Und jetzt, bevor ich habe bestimmt schon 20 Minuten an dem Video hier verplappert. Ich beende meinen Zug, dass endlich mal Kai zu seinem Zug kommt. Also mein Zug wird recht schnell, damit ich die ganzen Baugeschichten und so natürlich schon in Steves Zug gemacht habe. Was ich als erstes machen werde, ist in die Diplomatie schauen, wegen Handelsverträgen und so. Genau. Wenn du noch einmal meinen wahren Namen sagst, klatsche ich rein.
alles, was ich nicht verkloppe, kann ich immer noch ausbeuten. Genau. So, wie gesagt, in Kaizu kann ich keine Einheiten bewegen. Kann nur halt eben mit Gebäuden hier sprechen. Hallo, hallo. Und so gucken, was hier so abgeht. Ja, Schwertschule, tralala, alles schön. Und man muss halt eben gut aufpassen darauf. Beziehungsweise der Feind schläft nie. So. Dadurch hat sich mein Einkommen mal eben um 300 erhöht, was auch nicht schlecht ist. So, und dann werde ich mal meine Armee in Richtung Gegner bewegen. Ich werde nicht den Fehler machen, wie bei unserer Probeaufnahme direkt in den Angriff zu gehen. Ich werde es erstmal ganz gechillt belagern. Nord Shinano ist das. Shinano. Ja. Meiner. Okay, kann ich ja sonst noch irgendwas machen? Rekrutieren tue ich einen Trupp Yari Ashigaru, einen Trupp Bogen Ashigaru, da ich eigentlich recht wenig davon habe am Anfang. Und ansonsten, wir bauen tue ich hier gerade die verbesserte Bewässerung sowie einen Pferdezüchter, damit meine Kavallerie besser, günstiger, derber wird. Und ich bin fertig. Siehst du, so macht man das. Kalt. Ich weiß, dass du schnell bist. Wie gesagt, Kalt ist schon ein bisschen fortgeschritten an diesem Spiel als ich, deswegen auch mein Schwierigkeitsgrad etwas gedämmt. Ich bin einfach nur derbe, selbstbewusst und übermütig. Das kann sein. Das sind die drei Faktoren, die mir das Leben kosten. Ja, das wird dir das Leben kosten, wenn du näher gegen mich spielst. Pass auf. Ich weiß, also wir haben. Man muss ja sagen, wir haben in Shogun noch keine Schlacht gegeneinander gemacht. Fällt mir gerade so auf. Also, wir wissen nicht, wer von uns beide eigentlich besser ist. Nee, das wissen wir nicht, aber das wird man ja erfahren, wenn irgendwie irgendwann mal ein Sägefecht oder so stattfindet. So, was habe ich? Geld. Oh, ein Filmchen. Abwehr gegen feindliche Kavallerieangriffe. Ihre enge Formation so, mal den Weg hier ausbasteln. Ja, ein kleines Filmchen, was die Vorteile von diesen Yari Ashigaru sind und was die Nachteile sind. Ja, ist ja wohl klar, Yari Ashigaru hat eben, wie gesagt, gut gegen Kavallerie, aber scheiße gegen bessere Infanterie. Und ja, neue Runde, es ist Sommer und wir können mal in den Diplomatiezweig rüberspringen. Neue Runde, neues Glück. Wer hat noch nicht, wer will nochmal jetzt hier einmal die einmalige Fahrt mitmachen? Ja. Ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, also, der Ito-Clan ist uns falsch gesehen. Die haben wir ja gerade platt gemacht. Die haben noch eine Provinz. Wir haben gerade zwei. Sagara ist noch uns neutral gesinnt. Und wir sind Handelspartner von ihnen. Und das wird erstmal, glaube ich, mal so bleiben. Wir haben ein bisschen Geld. Mit dem Geld bauen wir da. Einen Hafen. Verbesserte Gewässerung. Scheiße, die wollte ich doch bauen. Ja gut, das mit dem Hafen, das streichen wir uns mal für diese Runde. Wir machen eine verbesserte Bewässerung. Nahrung wird hier groß geschrieben. Also, die braucht man unbedingt. Ohne Nahrung verreckt hier deine... Also, eure ganze Demokratie hier. Ja, vor allem braucht man sie halt auch, um das vor... zur Feste auszubauen und so einen Scheiß. Ja, auf jeden Fall, weil das kostet nämlich die Nahrungsdicke, die man da unten hat. Nahrungsdicke. Ja, hier noch der Plusbalken, das bedeutet einfach, die Einheit regeneriert sich und bis die vollständig regeneriert sind 6 Runden, das ist arschgelegt bei mir. Die geht halt eben unvollständig in den Kampf, 18 Runden bis vollständig, ich glaube nicht. Und, die gehen mir unvollständig in den Kampf. Eindeutig. Aber nicht diese Runde. Nee, diese Runde nicht mehr. Diese Runde ist schon so gut wie vorbei. Der greift uns so schnell nicht an. Der hat mit unserem Bündnis. Also diese Truppen gehen wir hier rüber. Ach ja, was das hier in dieser Stadt ist, das ist der Daimyo. Das ist die Hauptperson. Wenn die frecken geht, dann wird der Erbe in diesem Stammbaum auch zu sehen. Es hat halt nur einiges an Nachteilen in Sachen hier Bevölkerungszufriedenheit und hier Einfluss auf Diplomatiepartner und so. Ja, das auf jeden Fall. Also da sollte man drauf achten, dass der Daimyo am Leben bleibt. Ich lasse ihn immer in der Hauptstadt, dann kriegt er immer Sinn für Frauen. Irgendwann kommt diese Nachricht wieder. Ja.
Oder man schickt einen Ninja hin und Moishin dekryptiert einen günstigen Attentat. Das lasst du, Moishin. Ich habe mit Zucker doch gleich drauf. Ja, wird erstmal damit zugestorben. Ich habe zwei mit Zucker drauf. Oder will ich jetzt drei Ninjas rüber schicken? Drei? Ganze 20er-Trupp. Ja, mach doch gleich eine Armee rüber schicken, ne? Armee-Ninjas. Ja, so Naruto-Armee ist immer was Geschehenes. Klar. So, ich beende unseren Zug, beziehungsweise meinem Zug. Kite ist jetzt dran. Yari Ashigaru bla bla. Bogen Ashigaru bla bla. Interessiert keinen. Yeah. So, Nord Shinano wird angegriffen oder zumindest belagert. Shinano, nicht Shinano. Belagerung fortsetzen. Weil da will ich jetzt nicht nochmal so blöd gehen und reingehen. Ich warte lieber, bis er mich angreift. Muss genau. Also drei Runden bis zur Kapitulation. In drei Runden sind sie ausgegangen. Bis dahin haben sie auf jeden Fall einen angegriffen. Mindestens Emo. Ja, ich könnte eigentlich hier meine Truppen hinterher schicken. Vielleicht erreichen sie meine Armee noch rechtzeitig. Bezweifle es aber. Ansonsten irgendwas wollte ich noch machen. Ich habe es vergessen. Das ist mir jetzt auch egal. Ergo... Ach ja, ich wollte in die Diplomatie schauen. Freundlich, feindlich, neutral. Ja, neutral, da muss ich vielleicht... Das sind die rechts von mir, ne? Ja... Das ich weiß ich nicht. Sollte den Frieden vielleicht mit denen halten, sollten sie aber die Hojo angreifen, werde ich das Bündnis wahrnehmen und denen helfen. Sollte ich zufällig eine Armee in der Nähe haben, wenn nicht, ist mir das scheißegal und ich lasse die Hojo verrecken. Das wäre doch nur Wort. So, Kite hat seinen Zug beendet. Jetzt sind die anderen Provinzen dran. Hojo, Mori, Tokugawa. Hojo, Mojo, Tojo. Date, Chokosabe. Jo. Hattori, Ikuiki. Ito, Sagara, Otomo, Shoni, Auchi, Sogo, Miyoshi, Amako, Kikawa oder was? Der andere konnte ich nicht mehr lesen. Besso, Takahoa, Hatano, Sakai. Takaoka meine ich. Das Shogunat, Asai, Kitabatake, Jinbo. Sind die zweimal dran? Ach du Kacke. Ach, sie greifen mich an. Ja. Zum Glück wisst ihr nicht, wo das auf dieser Landkarte ist. Ihr wisst das gar nicht. Ich habe nicht eben rüber gescrollt. Da sehe ich natürlich mit Bedacht zu. Also, was hat der Gegner? Zwei Yari Ashigaru, ein Katana Ashigaru, ein General, ein Bogenschützen. Ich würde mich jetzt nicht im Nachteil sehen, ich würde mich... Die Leiste sagt es. Die Leiste sagt bei mir ausgeglichen, okay? Bei mir sagt sie, bist im Nachteil bist du. Oder ich bin farbenblind. Leute, das könnt ihr auch beurteilen. So, ich mach das natürlich selbst. Alles klar. Takeda Nobushige gegen Murakami Yoshikiyo. Japanische Name, klar. Typisch Japaner. Schlacht von Matsumoto 1545. Ach ja, was wir noch am Anfang sagen wollten, in den folgenden Parts werd ich euch ankündigen, wann mein Freund Kite einen Livestream macht. Dann könnt ihr ihn nämlich auch zusehen, wenn ihr es kaum erwarten könnt, neue Folgen davon zu sehen. Sobald der Livestream halt eben anfängt mal laufen zu werden. Ja, das haben wir heute Abend leider nicht mal hingekriegt. Aber dann könnt ihr das so sehen, ihr könnt das in meiner Sicht sehen und zwei Jahre später, wenn Mastermind das dann hochgeladen hat, hier aus seiner Sicht sehen. Also sozusagen ein kleiner Doppelpakt für euch aus zwei verschiedenen Perspektiven. Kite weiß ja sozusagen nicht, wo ich bin. Ja, dann seht ihr im Livestream den Skill und dann seht ihr, ja. Ich führe das jetzt nicht weiter fort, sonst kriege ich Haube. Ja. Ich komme direkt mit einem kleinen Schiff rüber und erobere deine Hauptprovinz und gewinne. Meine Hauptprovinz ist mitten auf dem Festland, umgeben von anderen Provinzen. Da machst du Durchgangserlaubnis. Puh, das will ich sehen. Ja. Ich sorge dafür, dass sie mit dir hier alle hier böse werden. Die sehen mich doch gar nicht. Ja, wie willst du ein Durchgangserlaubnis? Ey, ich bin mit denen verbündet. Ja, das ist denen doch egal. Nee, eben doch. Nicht. Doch. Leck mich. Na, du mich auch. Nee, nicht jetzt. So, Bogenschützen stellen wir hier auf, natürlich mit dem Plänkelmodus, damit sie sich sofort zurückziehen, sollte der Gegner ihnen zu nahe kommen. Das ist ein Scheißmodus, der Kite vergisst immer den Modus auszumachen, dann rennt die Bogenschütze immer 10.000 Meter nach hinten. So, meine
Ashigaru-Truppen kommen direkt dahinter. Awesome. Meine Kavallerie werde ich mal ein bisschen abseits im Wald verstecken, damit die schön flankieren kann. Und der General bleibt hinter meiner Hauptstreitmacht für die Moral. Für ja. den Ruhm und die Moral. Nein. So, direkt starten. Dieser Wald bietet auch unserem Freund Kite hier idealen Schutz und Versteck auch gleichzeitig. Das also, heißt nur, der General ist im Wald sichtbar. Eigentlich. Der General ist immer sichtbar, egal ob der sich im Wald oder im letzten Loch verkriecht. Der Gegner weiß immer, wo der General ist. Aber diese normalen Einheiten wie die Yari Ashigaru, Bogen Ashigaru, die sind versteckt. Die sieht er nicht. Da wird er sein blaues Wunder erleben. Also der denkt jetzt hier erstmal, ho, geil, General, den gehen wir gerade mal schnatze und vor ihm stehen hier 4 oder 5 Truppen. Ne, 3. Ich hoffe mal, dass durch leichte Bewegung mein Reitertrupp nicht erkannt wird oder entdeckt wird. Ne, da ist noch das Waldversteck-Symbol. Ja. Jetzt kann Alter, werde ich mich da mal so... Ne, das ist ja auch noch Wald, auch wenn das eine richtige Lichtung eigentlich ist, aber egal. Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen ranpirschen und wenn der Gegner dann an mir vorbei ist, werde ich ihn hinten in seinen General reinfallen. Ganz hinterhältig. Aha. Und also kurz gesagt, hier sind die bösen Männer. Oder ich werde hinten in die Ashigaru-Einheiten reinfallen, dann flüchten die eh und machen keinen Schaden mehr. Ja. So. Es regnet natürlich, das heißt, wir werden hier witterungsbedingt mit unseren Bogenschüssen einige Probleme eventuell haben. Außerdem ist Erschöpfung gerne mal ein bisschen höher im Regen, glaube ich. Glaub's nicht so, es ist sogar richtig. Oh mein Gott, ich lieg richtig. Wir betrachten uns mal wunderschön einen Pferdehintern. Hier, das Samurai-Gefolge, das werde ich, glaube ich, mit meiner Reiterei dann auch flankieren. Das macht am ehesten Sinn, weil die sind nicht wirklich stark gegen Reiterei. Also ich denke, du kannst ein bisschen vorspulen, Kite. Weil das wird ein bisschen längere Zeit in Anspruch nehmen und so viel Aufnahmezeit geht dabei wertvoll flöten. Ja, da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Du gibst mir doch immer recht. Nicht immer. Ja, leider. Das ist eigentlich ein sehr bewaldetes Gebiet. Ja, also eine extrem bewaldete Fläche, sowas ist normalerweise fast gar nicht. So, geh wieder auf Standardgeschwindigkeit, A, der Performance wegen, weil bei mir fängt es jetzt auch an zu lenken, und B, meine Bogenschützen müssten sich jetzt eigentlich jeden Moment zum Schießen bereit machen. Ja, tun sie jetzt auch. Ach, da sind sie. Schieß! Pfeile los! Oh, da sind die ersten schon umgekippt. Die ersten 3 Bogen-Ashigaru. Ja, die sind versteinert, deine Bogen-Ashigarus. Ah, ne, jetzt schießen sie. Was für eine Reichweite. Das ist wirklich ja. wunderschön. Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich mal auf dem Hügel stehe. Ja, kann auch sein. Beziehungsweise kommt schon das erste Samurai-Gefolge angelaufen. Ja, das wird ihm auch nicht viel bringen. Also kriegt gleich ordentliche Pfeilhagel. Ja, hoffe ich doch mal. Ich auch. Also ja, siehst du? Zack! Nur 3 gestorben, na toll. Ja gut, die sind auch schwer gepanzert. 4. Ich werde jetzt mit meiner Kavallerie reinrennen. Die Moral geht schon ein bisschen, ja. Ups, das ist gar nicht meine Kavallerie, das ist die Yari-Samurai. Egal, egal. Jetzt gehen die Samurai rein. Ja, die hauen jetzt schon ab. Ja, da hauen sie ab. Das heißt, ich kann mich wieder zurückziehen. Oder du rennst jetzt vor, was natürlich sehr unklug wäre. Ich werde jetzt meine Reiter erstmal auf die andere Flanke ziehen. Und ihr seht, Kite hat taktisches Verständnis. Nee, ich tu nur so. Ja, sicher. In Wirklichkeit habe ich keine Peilung, was ich hier eigentlich mache. Ja, das wird was, wenn wir gegeneinander mal kämpfen. Ach du Kacke. Ich seh's schon, komm mal. So, mein General kann sich eigentlich auch mal hier bewegen. Kann nicht sagen, dass ich hier alles alleine machen muss. Nur möglichst nicht direkt in die gegnerischen Ashigaru rein, das wäre dämlich. Aber ja, das wäre wirklich ein bisschen zu optimal. So, auch die Bogen-Ashigaru des Gegners flüchten dann auch gleich mal. Jeden Moment. Ja, die gehen gleich. Jeden Moment. Hallo, flüchten. Danke. Und dann kannst du hier hinten in die Yari Ashigaru reinreiten. Ganz easy. Oh, da fliegen sie.
Freiflug ins Nevada. Ja. So, das war's dann auch. Der Rest flieht. Ja, das war ein klares Gefecht. Das hat man ja noch gesehen. Kite, taktisch überlegen. KI, 0. So, Gefecht beenden. Entscheidender Sieg. Ja. Ja, ist immer schön, wenn man so einen Partner mehr oder weniger zusieht. Um mal eine bekannte Fernsehserie zu zitieren, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich kenne das Zitat jetzt leider nicht, tut mir leid. Hast du etwa nie das A-Team geguckt? Doch. Mit Hannibal Smith, der immer diesen scheiß Satz hier abfing. Noch 7 Einheiten verbleibt beim Gegner. Okay, also die können da schön mal ihr letztes Gebet besprechen nächste Runde. Ich habe 66 Einheiten verloren von 300 Zählen. Das ist doch annehmbare Bilanz. Das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Und mein General ist im Rang gestiegen. Nee. Mann, er nicht. Doch, nee, doch. Ich weiß es gar nicht. Was wackelst du da rum? Nee, ist nicht gestiegen. Schade. Ich wackel nicht rum. Ich meine nicht dich, ich mein General, der hier irgendwie mit dem Schwert in der Luft rumfuchtelt. Keine Ahnung, irgendwie eine Biele oder so in der Nähe. Machen die Samuraien hier gleich mit dem Schwert. Wir haben eine Mission erteilt bekommen. Handelsbemühungen. Da unser Clan immer größer wird, benötigen wir auch zusätzliche Mittel, um unsere militärischen und kulturelles Wachstum zu unterstützen. Der Handel mit ausländischen Mächten bringt uns Güter und Besitztümer ein, die Japan fehlen. Durch den Bau eines Handelshafens können wir Handelsschiffe bauen und den Auslandshandel aufnehmen. Baut das folgende Gebäude. Handelshafen. Belohnung kümmert 1000 Kohle. Das machen wir doch mit Vergnügen. Ach scheiße, ich hab doch gar keinen... Doch, schon. Einen normalen Hafen müssen wir erstmal bauen dafür. Die Truppen, würde ich mal sagen, die bleiben noch hier ein bisschen drin. Die sollen sich noch ein bisschen hier erholen. Sich vermehren. So, ich werde hier auch als nächstes direkt mal die Strategie des Angriffs erforschen, weil ich werde, glaube ich, voll und ganz hier mal auf Kriegsführung gehen. Der Agro-Kite hier. Ja. Ich gehe in erster Linie auf Wirtschaft, vor allem auf Totofuken, weil die machen mir halt eben die Nahrungsversorgung sicherstellen. Wenn ich das nächste Upgrade gleiche Landverteilung habe, dann habe ich Nahrung im Überschuss. Das ist halt eben optimal. Und wir bauen uns mal hier Katana. Das ist immer gut. Die sind gut, sehr gut. So, und ich habe kein Geld, ich habe keine Diplomatie, ich habe Feinde. Was will man dann mehr? Runde beendet. Leichte Kavallerie, ja. Kunst wird beherrscht, das hatten wir doch gerade. So, du gehst jetzt, verbündest dich hier mal mit den Trupp. Und... ja, Autogefecht, ganz ehrlich. Ich hab doch einiges an Einheiten da jetzt verloren. 11 Einheiten. Ja, sehr viel verloren. Aber dafür gehört Nord-Shinano, was auch immer, jetzt mir. Friedlich besetzen, erwartete öffentliche Ordnung -2. Leckt mich doch am Arsch. Ja, das ist vorauszusehen. Großer Clan zerstört, die Oder. Oh. Oder sind zerstört, das habe ich gar nicht mitgekriegt, oder ich hab's irgendwie... Auf Clan getroffen, Jinbo, auf Clan getroffen, Angeka Koji, auf Clan getroffen, Uesugi, auf Clan getroffen, Yamanuchi, Clan zerstört, Schussball? Murakami und Provinz Alo. Bald, sehr bald. Okay. So, hier werde ich erstmal reparieren und dann kann ich hier eigentlich mal ein Gebäude bauen. Ich werde hier mal eine Sarggeschenke bauen, dann kann ich nämlich in der nächsten Runde Ninjas mir... anlächeln. Bleib mir fern mit deinen Ninjas. So, hier habe ich jetzt eigentlich noch genug Geld für eine neue Einheit. Das ich mache einfach nochmal einen Bogen Ashigaru, falls ich hier von unten angegriffen werden soll, damit ich ein bisschen verteidigt bin. Gold, mach hin! Ah, habe Geduld, junger Padawan. Ich werde dir jetzt erstmal noch die ganzen Diplomatie-Geschichten machen.
Ja, ich hab schon Geduld, aber ich glaube, die Zuschauer würden dir direkt ein D-Abo geben oder so, weil du so lange für deinen Zug brauchst. Sie sehen die ja einfach nicht. Erklär ihnen doch einfach noch mal was zwischendurch. Was soll ich Was denn wirst du im nächsten erklären? Zug Ich machen erkläre in oder meinen so? Zügen. Punkt. Sag dir doch einfach, im nächsten Zug werde ich mich hier und dort und so drum und so. Ich habe noch selbst keinen Plan, was ich nächsten Zug mache. So. Also ich baue erstmal meinen schönen Handelshafen erstmal. Dann kann man sich nämlich sowas besetzen und kriegt dazu extra Güter, beziehungsweise